B2.2. Punkte Sn liegen auf der Strecke ME mit ES in Abhängigkeit von x, sind x Zentimeter und x ist Element von 0 bis 11,18 und x Element reelle Zahlen. Zeichnen Sie sodann das Dreieck S1GE für x gleich 3 in das Schreibbild zu B2.1 ein, berechnen Sie sodann den Flächeninhalt des Dreiecks S1GE und die Länge der Strecke S1G. Also erster Schritt, wir gehen nochmal alles gemeinsam durch. Die Punkte Sn liegen auf der Strecke ME. Also hier auf der grünen, die wir vorher in der vorigen Aufgabe eingezeichnet haben. Und es gilt, der Abstand von E nach Sn sind x Zentimeter. Also von E ausgedacht x Zentimeter auf der grünen Linie entlang, auf der grünen Strecke. So, und das sind dann Dreiecke S1GE, die sich hier bilden. Und dieses spezielle Dreieck S1GE gilt für x gleich 3 Zentimeter und das sollen wir jetzt eingezeichnen. Also von E aus einfach 3 cm abmessen auf der grünen Strecke. Dann habe ich hier meinen Punkt S1 und das jetzt verbinden zu einem Dreieck S1GE. Das heißt, ja, da war jetzt ein bisschen unsauber. So, sieht dann das Dreieck so aus und man soll jetzt berechnen Sie so dann den Flächeninhalt dieses Dreiecks und die Länge der Strecke S1G. Also fangen wir mit dem Flächeninhalt an. Flächeninhalt des Dreiecks S1GE ist gleich. So, wir brauchen eine Flächenformel. Es gibt zwei Stück, die sinnvoll sind. Die dritte Formel ist die Determinante, aber die funktioniert nur im Koordinatensystem. Deswegen lassen wir die einfach weg. Es gibt 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Für dieses Dreieck S1GE sehen wir, wir können zwar eine Grundseite wählen, aber die Höhe ist nicht bekannt. Bringt uns vielleicht nicht so viel. Zweite Formel ist 1/2 mal Seite, Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Wenn wir es uns anschauen, wir haben die Seite ES 1, das sind ja für x gleich 3, also 3 cm. Wir kennen die Strecke EG mit 10 cm und zusätzlich hier kennen wir noch den Winkel S1EG. Das ist eigentlich nichts anderes als der Winkel MEN, den wir in der vorherigen Aufgabe auch schon berechnet haben. Den kann ich ja noch eintragen. Ups. Das waren hier die 63,43. So, und damit ist eigentlich schon, da sieht man eigentlich schon, welche Flächenformel am sinnvollsten ist, nämlich 0,5 mal ES1 mal EG mal Sinus des eingeschlossenen Winkels und das war MEN. So, bekannte Größen einsetzen. 0,5 mal ES1 waren 3, mal EG sind 10, mal Sinus von den 63,43. So, hier brauchen wir nicht mal einen Solver oder sonst was, einfach einen Taschenrechner eingeben und dann kommt raus 13,42 Quadratzentimeter. So, wir sind noch nicht fertig, weil wir brauchen noch die Länge der Strecke S1G. Also hier diese Streckenlänge. Okay, wie kriegt man die? Überlegen, in welchem Dreieck liegt diese Strecke? Natürlich im Dreieck S1GE. Das kennen wir aus diesem Dreieck. Wir kennen die Strecke EG mit 10 cm, wir kennen die Strecke ES mit 3 cm. Wir kennen einen Winkel und eine Seite ist gesucht. Also wenn wir es zusammenfassen, zwei Seiten sind bekannt, die dritte Seite ist gesucht, ein Winkel ist bekannt. Das deutet eigentlich schon auf einen bestimmten Satz hin. Vielleicht kann man auch so überprüfen, ist dieses Dreieck rechtwinklig? Ja, nein, wissen wir nicht. Hier bei S1 könnte ein Winkel rechter Winkel sein, aber keine Ahnung. Deswegen müssen wir davon ausgehen, es ist nicht rechtwinklig. Also funktionieren nur zwei Sätze, nämlich der Sinussatz und der Kosinussatz. Für den Sinussatz bräuchte ich zwei Winkel und zwei Seiten. Da ich nur einen Winkel kenne, fällt er weg. Für den Kosinussatz brauche ich drei Seiten und einen Winkel. Wie gesagt, zwei Seiten sind bekannt, die dritte Seite ist gesucht, ein Winkel ist bekannt, also funktioniert ja auf jeden Fall der Kosinussatz. So, dann werde ich jetzt hier drunter schreiben, da Kosinussatz immer recht lang wird und hier rechts daneben bestimmt zu knapp wäre. Also Strecke S1G
lässt sich berechnen aus. Beim Kosinussatz ist es immer wichtig, mit welcher Seite man anfängt, nämlich ich muss mit der Seite beginnen, die gegenüber vom Winkel liegt. Das ist jetzt hier glücklicherweise die Strecke S1G, also kann ich hier wunderbar gleich einsetzen. S1G zum Quadrat ist gleich. So, jetzt kommen einfach die beiden anderen Streckenlängen zum Quadrat. Also ES1 zum Quadrat plus EG zum Quadrat minus 2 mal hier nochmal die Streckenlängen ES1 mal EG mal Cosinus des Winkels, also Cosinus Winkel MEN. Ja, das ist ja der gleiche wie jetzt hier in dem Fall S1 EG. Bekannte Größen einsetzen. ES. Wo hatten wir ausgerechnet? In der Aufgabe zuvor. Das ist ja unser X, die ist ja nur 3 cm lang. EG waren in der Angabe mit 10 cm. Also 3 Quadrat plus 10 Quadrat minus 2 mal 3 mal 10 mal Cosinus. Diesen Winkel haben wir in der Aufgabe zuvor berechnet. Das war der 63,43 Grad. So, schreiben wir es hier noch vollständig hin. So, entweder man benutzt jetzt den Solver, um das Ding zu lösen, oder man kann es auch wieder umformen. Hier habe ich ein SG-Quadrat. Um dieses Quadrat wegzubringen, brauche ich also die Wurzel. Damit muss ich nur eine Wurzel über diesen großen Term hier ziehen. Also Wurzel aus 3 Quadrat plus 10 Quadrat minus 2 mal 3 mal 10 mal Cosinus von 63,43. So, das kann jetzt wieder in jeden Taschenrechner eintippen. Und dann kommt raus für S1G, ich habe hier 1 vergessen, so für S1G kommt raus 9,06 cm.